Die stellvertretende Clubchefin der Freiheitlichen, Susanne Fürst, ist nun am Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren, noch einmal ganz kurz eine Zusammenfassung für die Zuseher. An Plenartagen sind die wichtigsten Tagesordnungspunkte immer bis 13 Uhr abzuhandeln, denn bis hierher geht die Sendezeit und die Übertragung durch ORF 2, nachher geht es weiter in ORF 3, ist richtig. Doch jedermann hier, zumindest hier im Plenum, weiß, dass ab 13 Uhr dann die Zuseherzahlen drastisch absinken. Daher wichtigsten Tagesordnungspunkte immer vor 13 Uhr. Daher das Ansinnen der Regierungsparteien, die Ministeranklagen hier auf nach 13 Uhr zu platzieren. Wenn die Frau Abgeordnete Schwarz hier sehr leidenschaftlich spricht von Anstand, Respekt, von gutem Ton in diesem Haus, da bin ich eigentlich ganz bei ihr, sich auch beklagt über die mangelnde Wertschätzung, die ihr da entgegengebracht wird. Ich wollte Sie nur fragen, haben Sie schon mal die Chats Ihrer Parteikollegen gelesen? Also da wimmelt es nicht gerade so von Anstand und Respekt, nämlich auch nicht von Anstand und Respekt Frauen gegenüber. Ja, also vielleicht werden Ihnen die vorenthalten, aber Sie sollten da mal ein bisschen nachlesen. Sehr geehrte ÖVP, welcher Frust, welche Hilflosigkeit bei Ihnen jetzt, dass Sie auch zu diesem leicht durchschaubaren Manöver greifen müssen, das ist schon peinlich. Mit Verlaub, Herr Kollege Hanger, Abgeordneter Hanger, Fraktionsführer im Urschuss, auch Ihre Ankündigung, sofort zum Antikorruptionsvolksbegehren zu schusseln und zu unterschreiben. Sie entwerten das ja schon, bevor es überhaupt losgeht. Ich meine, das sind schon jetzt solche Manöver. Und es ist halt, die Nervosität macht sich halt breit. Ich kann mir das vorstellen, es fließt so viel Geld an die Medien, Medienförderung. Trotzdem, der brodelnde Kochtopf lässt sich eigentlich nicht mehr schließen. Sie sind gefangen in der Koalition mit den Grünen. Ja, sie müssen sich schon öffentlich maßregeln lassen, bemoralisieren lassen. Sie können sich offensichtlich nicht helfen dagegen und lassen ihren Frust dann anders aus, zum Teil an uns, aber wir halten das schon aus. Jedenfalls halte ich die Versuche von Klubobmann Wöginger, hier dem Finanzminister Blümel, der nachher hier erscheint, die beste Sendezeit zu nehmen, einfach wirklich für sehr unkollegial und für sehr befremdlich. Ich meine, nur weil jetzt vielleicht Klubobmann Wöginger nicht zur engsten Familie gehört, braucht man da auch nicht so gleich sein und den Kollegen Blümel dann gleich ins TV Nirvana zu schicken. Er hat uns letzte Mal erklärt, er kommt gerne ins Parlament, er stellt sich gerne hier den Diskussionen, er scheut die Diskussionen nicht. Er stellt da ja eh seinen Mann, also bitte lassen Sie ihn das tun. Dass er jetzt da manchmal ein bisschen vergesslich ist, das disqualifiziert ihn doch nicht gleich für das Amt. Sie brauchen ihn deswegen nicht gleich verstecken. Es entschuldigt ihn eigentlich eher viel mehr, weil da vergisst man dann natürlich auch einmal einem Erkenntnis des VfGH nachzukommen und einmal die Akten rechtzeitig zu liefern. Über das alles wollen wir hier reden und er verdient es einfach hier auch den Zuschauern und den Wählern, Wählerinnen und Wähler zu erklären und das zur besten Sendezeit, wie er diese Ministeranklage sich entgegenstellt und rechtfertigt. Und die breite Öffentlichkeit hat da bitte auch ein Interesse dran. Die möchten sich das anhören, die möchten sich erklären. Das ist ja ein bisschen unterhaltsam auch, vielleicht erklärt er uns das eine oder andere Emoji. Was hat das jetzt wirklich bedeutet? Was war in diesen Botschaften versteckt zwischen ihm und seinem Bestkumpel Thomas Schmid? Wir wollen das alles wissen. Außerdem hat er jetzt auch erklärt, dass Obmann-Debatten in der ÖVP was ganz Normales sind. Dann bitte, das wollen wir hören. Wen interessiert das? Also, und dass Sie da jetzt wirklich eine EU-Debatte zur Zukunft der EU, die wir ja schon hatten am Vormittag, zwei Ministerinnen hier plaudern lassen. Also da wird es eher deprimierend. Die Zukunft der EU schaut nicht so gut aus. Also wir möchten uns dieser Ministeranklage hier anhören und dem Finanzminister hier wirklich die beste Sendezeit zur Verfügung stellen. Als nächster ist